Hallo und herzlich willkommen in Italien zum zweiten Teil unseres Italien-Projektes. Die Italia Emilia Extension ist unsere Karte und heute stelle ich euch den Hof 2 vor. Wir sind gerade hier am Bahnhof angekommen und ja, ich würde sagen, sofern wir uns hier noch ein bisschen den Bahnhof anschauen, denn der hat nämlich eine Besonderheit und da müssen wir einen kleinen Moment warten. Der Zug ist gerade durch und ich würde das gerne euch noch zeigen. In der Zwischenzeit erzähle ich eine kleine Rundgeschichte, wie der zweite Hof hierher kommt. Und zwar ist das Vorprojekt Elm Creek. Danach sind wir auf die Peracula. Auf der Peracula haben wir ja das Projekt beendet und sind hierher gezogen. Ich habe ja gesagt, es wartet eine neue Karte auf uns. Und natürlich haben wir hier Geld mitgebracht. Aber dazu möchte ich mal ganz kurz was erklären. Wir haben auf der Peracula die letzten Ballen damals nicht mehr gewickelt und in Silage umgewandelt, weil ich das Projekt halt beenden wollte. Wir haben damals ein Gerät gemietet und die Kosten dafür noch abgezogen und wir haben ja gesagt, wir spielen ohne Mieten. Deswegen würde ich das Ganze gerne nochmal rückgängig machen. Wir hatten also 115.000 dort am Ende plus die 1.600 rund für die Mietkosten. Macht also 117.000. Ich habe mir gedacht, wir kaufen das Gerät, kostet 22.000, wandeln die Ballen um, weil wir ja gesagt haben, wir können nichts mieten, wir können nur kaufen. Heißt im Klartext, wir haben jetzt das Gerät wieder mit Wertverlust verkauft, ungefähr 12.000 haben wir bekommen, macht einen Wertverlust von 10.000. Das heißt, wir haben 107.000 Euro eigentlich aus dem Peracula-Projekt mitgenommen und die 7.000 sind für die Herreise, für einen kleinen Urlaub nochmal zwischendurch und für bürokratische Angelegenheiten draufgegangen. Ganz einfach, das heißt, wir haben 100.000 Euro hier für den Hof zur Verfügung und Attenzione. Treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla. Sehr schön. Ein Bahnhof mit Ansage. Das ist nämlich das, was ich euch zeigen wollte. Das ist eine absolute Krönung hier. Ich finde das total prickelnd. Attenzione. Treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla. Also genau weiß ich nicht, was er sagt, aber ich denke mal, es wird ein Güterzug durchkommen. Ja, und da kommt er auch schon. Attenzione. Treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla. Ja, also ein bisschen Italienisch kann man ja verstehen. Ich meine, der römische Einfluss durch das Latein ist ja in Europa in fast jeder Sprache ein bisschen vertreten. Bei uns heißt es Transport und die sagen wahrscheinlich Transitore oder sowas ähnliches. Keine Ahnung, ich kann kein Italienisch, nicht so wirklich. Ein paar Worte, aber ist auch egal. Auf alle Fälle denke ich mal, wenn man hier eins und eins zusammenzieht, kann man sich das auch denken, ne? Dass ein Güterzug durchkommt und man soll am Bahnsteig vorsichtig sein. Deswegen auch die gelbe Markierung. Ja, manche Länder sind uns in gewissen Dingen einfach voraus. Aber das ist auch eine andere Geschichte. Gut, wir kommen zum Hof zurück. Ich habe ja den ersten Hof in der ersten Folge vorgestellt. Das war ja der Hof C für Ceres. Der Gott Ceres ist der Gott der Landwirtschaft. Deswegen Hof C und deswegen der Hof Ceres. Habe ich mir so gedacht. Passt zu den römischen oder, na, sagen wir mal, jetzt italienischen, aber früher waren es halt die altrömischen Götter und Gottheiten. Und natürlich geht es heute um den Hof A. Wir haben einen kleinen Hof, den wir heute übernehmen. Das hat auch eine gewisse Geschichte. Und der Hof heißt Aurora. Aurora ist die Göttin der Morgendämmerung, der Morgenröte auch. Und sie ist dafür, für die Zeit zwischen Morgen und Abend, das ist ihr Metier. Und deswegen heißt der Gott oder die Göttin heute Aurora. Und natürlich steht sie halt für die Erneuerung, für die Morgenröte, für das Neue am Tage oder im Tage. Und das ist doch, glaube ich, eine schöne Sache. Natürlich, wie gesagt, Hof A, ein kleiner Hof. Und wir haben dazu noch was gekauft. Jetzt kommen wir aber zum Geld. Wir haben 100.000 Euro mitgebracht. Wir haben 420.000 Dollar, rechnen wir 1:1 um, in Euro haben wir an Schulden, an Altschulden aus dem Elm Tree Projekt, das haben wir natürlich auch dabei und wir haben im Endeffekt, ganz am Ende, haben wir jetzt 500.000 Schulden, das heißt, ich habe nochmal 80.000 extra aufgenommen und ja, das heißt, wir haben 180.000 Euro zur Verfügung gehabt. Da wir haben jetzt den Hof gekauft, wir haben eine Schafweide gekauft, wir haben entsprechendes Gerät vor Ort stehen. Summa summarum sind die Grundstücke 99.000 wert und ungefähr 68.000 rund gerechnet. 68.000 sind die
Fahrzeuge und Gerätschaften, die wir haben. Und das hat natürlich auch eine Bewandtnis. Und da sind wir auch schon angekommen an unserem Hof Aurora. Wir machen mal auf. Ja, es hat eine Bewandtnis, warum wir so wenig Geld für die Geräte haben. Es sind alte Geräte. Und ihr seht es schon, dieser Hof ist ein ehemaliges, ja, Grundstück oder der letzte Rest hier im Tal von damals der kommunistischen Partei. Ich möchte hier anwähnen, dass es rein fiktiv ist und nicht der Realität entspricht. Aber die kommunistische Partei hat in Anfang der 90er Jahre natürlich ihre Substanz in der Welt verloren aufgrund der politischen Änderungen in der Welt. Hat sich dann aufgespalten nach ein paar Jahren und umbenannt. Der Hauptteil oder der größere Teil ist zur italienischen PDS geworden und die anderen haben einen italienischen kommunistischen Parteiweg weitergewählt. Beide natürlich im Grunde gleich, aber doch mit Unterschieden. Vor einigen Jahren haben sie sich wieder vereinigt und auch wieder umbenannt und ja, sind jetzt im Endeffekt mehr oder weniger beim alten Trott. Dies sind die letzten Reste damals aus der Zeit, wo es die große kommunistische Partei war, und das ist jetzt hier der letzte Rest, den wir davon übernommen haben. Es war halt die Partei des kleinen Mannes und natürlich dazu gehört Landwirtschaft. Ich glaube, nirgendwo anders kann man so seine Propaganda an den Mann bringen als in der Landwirtschaft. Aber das nur nebenbei, es soll eine kleine Hintergrundstory sein, ist nicht die Realität, entspricht nicht der Realität. Sollte es Ähnlichkeiten oder Zusammenhänge geben, ist das rein fiktiv und reiner Zufall. So viel erstmal dazu. Nun, wir haben hier auf alle Fälle natürlich ja, Fortschritt. Es ist ja, wie gesagt, aufgrund deswegen auch die Vorgeschichte, damit es dazu passt. Dann hier etwas Russisches, glaube ich, ein russischer Tanker oder ein polnischer. Dann haben wir natürlich hier von Fortschritt eine Ballenmaschine, eine Ballenpressmaschine, ein Ladewagen. Das ist leider nichts, was irgendwie östliches ist, ein moderneres Gerät, aber ich glaube, nach 30 Jahren geht auch mal etwas kaputt, zumal es dann bestimmt schon eine Vorgeschichte hatte und dann tut man das mit anderer Technik dann eben austauschen. Dieser Tanker hat 4 verschiedene Flüssigkeiten, die er fassen kann, Wasser, Milch, Herbizide und Düngemittel. Und ich glaube, da sind wir gut dabei. 3000 Liter Fassungsvermögen. Ja, letztes Jahr gab es hier auf diesen Anwesen bzw. auf dem Einsatz auf dem Acker einen sehr, sehr schweren Unfall mit einem Fortschritt E303. Das Fahrzeug war damals Totalschaden. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und dann hat man halt vom Versicherungsgeld und von dem, was da übrig blieb an Technik, der Schrottwert, hat man dann dieses Gerät gekauft, damit man weiterhin die Straßen bzw. die Wiesen weiterhin pflegen kann und vielleicht auch die Grasränder. So, ich möchte jetzt hier nicht ganz nach rechts leuchten, das ist ja vielleicht nicht passend, deswegen lasse ich es mal weg. Jeder, der den Bauwagen kennt, weiß, was dort hängt. So, ansonsten haben wir natürlich hier die Triggerpunkte zum Neueingleiten als auch zum Schlafen und das ist es auch schon. Ansonsten haben wir noch unser Silo, wo wir gerne was einlagern können und hier vorne einen Wassertank, wo wir kostenlos Wasser bekommen. Ja, das ist es erstmal in Kürze und natürlich hier noch ein Regal, was wir nutzen können. Ja, mit dem 303, da würde uns eigentlich fehlen, da wäre ideal gewesen für das Rasenmähen, für das Wenden des Grases etc. etc. Aber was wir nicht haben, haben wir nicht. Wir hätten es sowieso nicht bezahlen können, denn das Gerät kostet auch heute noch bestimmt ein gutes Stück Geld, da es wirklich ein klasse Gerät war, was mal entwickelt wurde. Nun, wir werden heute auf alle Fälle zum Anfang mal einen Blick auf die Karte schauen. Und dann machen wir das auch mal. Und wir sind also hier unten auf dem Hof, hier unten ganz klar. Und wir haben hier drüben die Schafwiese gekauft, ne? Die L-Formation sozusagen. Ne? L ist ja eine Schafweide mit 400 Tieren. Und ja, ich würde sagen, wir fangen als erstes mal an und versuchen uns erstmal ein paar Tiere zu kaufen. Das wird heute der Auftrag sein. Wir haben leider nicht mehr viel Geld. Ihr seht es, wir haben noch 13.177 Euro. Das ist unser Rest, was übrig geblieben ist von dem Kauf der ganzen Sachen hier. Aber ich denke, wir müssen und können damit gut klarkommen und werden als erstes mal ein paar Schafe einkaufen. Und natürlich schauen wir mal, wie das funktioniert. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie das hier mit den Wegen ist in diesem Sektor hier. Ob das hier alles Einbahnstraßen sind oder wie wir hier fahren müssen. Ich denke, wir werden es herausfinden. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Ich weiß auch nicht, ob wir hier hinten durchkommen. Das sieht nicht so aus. Was ich allerdings weiß, ist, dass hier der Trigger ist
für die Tiere zum Kaufen. Man kann nur hoffen, dass jetzt hier kein Zug kommt, aber ich glaube, weit wird er sowieso nicht kommen, denn hier hinten ist ja ein Prellbock. Okay, gut. Ich denke, dass das so eine ganz nette Erklärung ist für den Hof und dass euch das gefällt. Es ist halt alles fiktiv, ne? Das dürft ihr jetzt nicht für bare Münze nehmen. Es ist fiktiv. Ich denke, es passt gut dazu und deswegen hatte ich mir das so überlegt. Gut, wir werden ein paar Schafe nehmen. Nun ist die Frage, was nimmt man am besten? Die Weißen sehen natürlich immer ganz gut aus. Nimmt man auch die Jungen oder die Alten? Ja, das ist auch so eine Sache. Und ich würde sagen, wir machen hier nicht lange rum und nehmen, ja, mal die teuren, würde ich sagen. Da haben wir zwar nicht mehr viel Geld, aber müssen wir halt schauen, wie wir dann um die Runden kommen. Vielleicht müssen wir mal für irgendwas einen Auftrag machen. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Weil, wie gesagt, jetzt hier nochmal 8 Monate zu warten und dann nochmal 5, dann sind wir ein Jahr dabei und haben eigentlich nichts erledigt. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen hier die normalen, oder? Wie sehen die aus? Braun? Braun ist auch nicht schlecht. Schwarz. Schwarze Schaf. Gut. Don Camillo, sage ich nur. Wer es kennt, weiß Bescheid. So, einmal auswählen. Und ich würde sagen, wir machen mal hier... Ja, machen wir es anders. Machen wir es so. 9 Stück. Auswählen und kaufen. Jawohl. Ja, wie gesagt, viel Geld haben wir nicht mehr, aber wir werden das schon hinkriegen, ne? 2, 4, 6, 8, 9. So, ich muss mal ganz kurz auf die Karte schauen, ob wir hier irgendwie einen Weg haben, der hier rumführt. Oh, das könnte eigentlich passen, aber ich glaube, das ist hier Einbahnstraße, ne? Ja, das ist, glaube ich, Einbahnstraße hier drüben. Gut, dann müssen wir also hier rumfahren und dann hier runter. Dann kämen wir genau drauf zu. Gut, dann machen wir das mal. In der Zwischenzeit können wir uns natürlich gerne die Karte ein bisschen anschauen. Und ja, das ist der Hof Aurora. Wir machen in Schafe, in Wolle. Und müssen dann mal sehen, ob wir mit der Technik auch noch was anderes bestreiten können. Das wäre dann vielleicht nicht schlecht. So, mal eine Innenansicht. Ja, riesige B-Säulen. Ja, ich glaube, in der Realität waren die nicht so. Oh, ich sehe gerade, ja. Ja, okay, dann sind wir wohl. Dann ist das wohl nicht unbedingt eine Straße zum Zurückfahren. Dann hätten wir oben rumfahren müssen. Dann hätten wir aber den ganzen Bogen fahren müssen. Naja, ist nicht so schlimm. Ich würde sagen, wir biegen jetzt hier ab. Das sollte passen. Ja, haben wir auch wunderbare Kreisverkehre hier verbaut. Echt schön gemacht. Ja, und ich gehe mal, wie gesagt, in die Außenansicht. Ich glaube, das macht sich besser. Und ihr seht das auch, Einbahnstraße. Also sprich, wir haben hier freie Fahrt. Es kommt uns nichts entgegen. Das ist ja hier auf der Karte auch so eine Sache, weil großes Gerät kann unter Umständen hier... Dafür ist es nicht gedacht. Ne? Das ist hier keine Karte, wo wir hier 30 Hektar mit einem Gerät machen müssen. Sondern für kleines und mittleres Gerät. Und ich habe mir gedacht, warum denn nicht die italienische Geschichte mal hier mit einbringen in diese Karte. Natürlich haben wir hier keine italienische kommunistische Technik. Ne? Italien ist zwar trotzdem ein kapitalistisches Land, hat aber eben seine Anwandlung in der Richtung schon immer gehabt nach dem Krieg. Und ja, also eigentlich auch schon vor dem Krieg. Mittlerweile sind es ja gute 100 Jahre, die der Kommunismus, glaube ich, in Italien Bestand hat. Und ja, so ist es halt. Gut, ja, wir sind nicht weit weg von unserer Wiese. Die ist schon da drüben rechts im Blickweite. Und da werden wir mal die Tiere ausladen. Wir haben jetzt 9 Schafe mit an Bord. Und dann könnten wir das tun. Natürlich wäre es jetzt, hätten wir es auch anders machen können. Wir hätten die Schafe jetzt uns liefern lassen können. Dann hätten wir uns den Wagen gespart, was etwa, ja, ich sag mal 10.000, 11.000 Euro gewesen wären, die wir eingespart hätten. Hupsala, schnell mal Gas geben. Und, aber, ja, dann können wir auch jederzeit mal was verkaufen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja. Wie gesagt, ich finde die B-Säulen ein bisschen groß. Aber okay, so ist es halt. Was willst du machen, ne? So, 100 PS hat unser gutes Stück hier. Hat aber trotzdem schon ein bisschen zu tun, ne? Ja, und das ist unser Grundstück für die Schafe. Tolle Sache. So, wir fahren mal rein. Schönes Ding. Jupp. Echt schön gemacht.
Ja, ist natürlich viel, viel visier passen. 400. Oh, oh. Hat er wirklich so zu tun? Das ist ja. Das ist ja nicht schlecht. Ja, und hier oben, wir können hier oben ja natürlich nicht ausladen, das machen wir unten. Aber ich wollte es gerne mal zeigen. Hier oben haben wir dann halt den Futtertrigger, ne, wo wir dann unsere Gras, Heu reintun können. Und hier müssen wir natürlich Wasser reintun. Das ist ganz, ganz wichtig. Ohne Wasser geht hier gar nichts. Das ist das Schöne an dieser Karte und deswegen gefällt sie mir eigentlich auch so gut. Nicht, weil sie so toll gemacht ist, sondern weil sie eben Wassertrigger auch verbaut hat, die man füttern muss. Das ist eigentlich das Schöne dran. Weil die meisten Karten und wie gesagt im LS22 ist es ja leider, hat sich so entwickelt, dass man Wasser nicht mehr in den festen Stellen mitbringen muss. Finde ich ein bisschen schade, aber was willst du machen? So, wir wählen das mal aus und ich tue die mal alle darüber und dann sollten sie da sein. Und dann schauen wir uns das nochmal an. Derweil machen wir mal hier zu. So, und da sind sie. Hallo. Sehr schön. Ja, wie gesagt, die erste Folge von Jeden Hof wird natürlich ein bisschen länger. Hallo? Und, ja. Das haben wir ja im ersten Teil auch so gemacht. Natürlich müssen wir den Hof vorstellen, etc. Wir werden jetzt noch eine zweite Fore holen. Und die werden wir hier auch abladen. Dann haben wir schon mal 18 Schafe drin. Ja, und dann werden die sich hoffentlich von alleine ein bisschen vermehren. Wir werden natürlich jetzt hier nicht das Nonplusultra damit verdienen mit der Wolle, weil wir keine 400 Tiere drin haben. Kommt natürlich auch nicht allzu viel rum. Aber wir haben auch keine zweite Wiese. Wir haben auch nicht wirklich das Geld, um... doch mehr langfahren? Ja. Um hier jetzt 400 Tiere zu kaufen, das ist auch klar. Wir haben immerhin noch 500.000 Euro an... Schulden und wir müssen uns für die Zukunft was einfallen lassen, was wir hier machen. Wie wir etwas machen und wie wir am besten mit dem Geld um die Runden kommen. Ne? Es ist natürlich so, dass wir ja hier, jetzt muss ich erstmal schauen, wir müssen hier lang, dass wir ja natürlich hier nicht viel zur Verfügung haben. Ne? Das ist ganz klar. Dann müssen wir halt schauen. Ich glaube, wir können hier links abbiegen. Ne? Oh, das ist sehr gut. Dann sind wir schon wieder beim Viehhändler, sehr gut. Ja, hier haben wir auch diverse Ablademöglichkeiten, ne? Ihr seht es, auch wirklich nützlich. Und ja, wir müssen halt dann sehen, wie wir das erwirtschaften, wie wir um die Kurve kommen. Es ist halt ein kleiner Hof, aber der Hof ist auch nicht entscheidend, sondern das, was man draus macht und das, was er vielleicht mitbringt. Wir haben natürlich keine Tiere in der Form, deswegen mussten wir uns das Grundstück dazu kaufen. Beziehungsweise die Farm für die Tierchen, ganz klar. So, jetzt muss ich mal schauen, das hat man genommen, ne? Genau, das haben wir auch, kaufen. Ja. Ja, müssen wir mal sehen, wie wir da um die Runden kommen. Ne? So, ich mache mal wieder an, wir haben ja schließlich Tiere geladen. Und dann machen wir noch eine Runde. Ja, anders kann man hier leider nicht fahren irgendwie, ne? Also ich könnte jetzt hier rechts fahren. Aber ich glaube, nee, das ist auch... Okay, geht doch aber eigentlich oben raus, verstehe ich nicht. Aber man kann trotzdem hier reinfahren, also es ist beidseitig zu fahren, okay. Na gut. Ja, wie auch immer. Na gut. Vielleicht ein bisschen seltsame Straßenmarkierung, weil man kann ja trotzdem da rausfahren, aber eigentlich ist es mehr oder weniger, sage ich mal, nur zum Einfahren gedacht. Wie gesagt, mehr oder weniger. Genau markiert ist es nicht, dass es eine Einbahnstraße ist, aber okay. Es ist, glaube ich, auch nicht so schlimm, wenn man mal 10 Meter in die falsche Richtung hier fährt. Ja. Okay. Ja. Funktioniert eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ich habe noch keine Idee, wie man dann weiterverfahren, was wir an Missionen machen können mit unserer Technik. Wir könnten rein theoretisch Gras und Missionen machen. Ballen ist so eine Sache, weil wir ja eine begrenzte Ballenmaschine haben. Aber rein theoretisch wäre das möglich. Und die müssen wir dann halt fortbringen. Da haben wir wieder ein Problem, weil wir keinen Anhänger dafür haben. Müsste man mal schauen, wie man das löst, das Problem. Ja. Ich habe natürlich jetzt auch ein paar diverse Mods hier drauf. Das werde ich dann auch später nochmal einfügen. Ich habe ja gesagt, wir werden die in der ersten Folge werden die Startmods mit drin sein, die wir drin hatten. Und das war
Nicht wirklich viel, das sind nur die Mods gewesen, die die Karte braucht. Die zwei für die technischen Anlagen, die habe ich dabei. Und dann nochmal die drei Geräte, das Pflanzgerät, den Traktor und den Mähdrescher. Ja. Die drei sind es eigentlich, das sind ja fünf Startmods, die man braucht. Fünf oder sechs? Fünf. Und damit die Karte hier einmal frei läuft, damit die Geräte laufen etc. Ne? Und das Startequipment angezeigt wird. Dadurch, dass das ja ein bisschen vergünstigt ist. Ja, okay. So, ansonsten haben wir natürlich hier auch noch andere Möglichkeiten. Müssen wir schauen, vielleicht kann man noch einen Flug kaufen. Dann könnte man auch eine Flugmission machen, dann kommt wieder ein bisschen Geld rein. Ja, ich will es aber eigentlich mit der Mission auch nicht übertreiben. Aber unsere Möglichkeiten hier für diesen Hof sind wirklich stark beschränkt. Oh, oh, da kommt der Zug. Der müsste jetzt von links kommen. Genau, da ist er. Schön. Sehr gut. Ja. Ja, es gibt zum Beispiel auch einen Mod, irgendwie habe ich gelesen, der lässt die Schranken nicht so lange unten. Der ist wirklich, wenn der Zug vorbei ist, macht er die Schranken schon wieder auf. Aber ich glaube, die 5 Sekunden haben wir wirklich Zeit, dass wir das hier in Ruhe nutzen können. So, und da haben wir 18 Tiere drin. Und die meisten, die hier mit Tieren arbeiten, die machen meines Erachtens einen Fehler. Und der Fehler ist ganz einfach. Sie versorgen die Tiere immer erst mit Nahrung. Ich kann euch versprechen, dass ein Tier durchaus gerne etwas auf die Nahrung wartet, wenn es dafür aber Wasser bekommt. Und das ist ein absolutes Problem, sage ich mal. Ja, das ist ein absolutes Problem, wenn ihr die Tiere nicht mit Wasser versorgt. Wie gesagt, auf Nahrung können die Tiere warten. Das ist kein Problem, aber Wasser, viele machen das immer falsch. Die versuchen immer erst den Tieren Nahrung zu geben, Stroh, Nahrung. Und glaub mir, wenn du einmal Durst gelitten hast, wenn du weißt, was Durst bedeutet, ist dir das Essen völlig egal. Na, Wasser ist wichtig. Denk daran, Wasser. Nicht Nahrung, kein Stroh, kein sonstiges. Das ist völlig egal. Wasser müsst ihr den Tieren als erstes geben. Na, und besonders auf dieser Karte ist das, glaube ich, für das Spiel im Endeffekt macht es ja keinen Unterschied. Ne? Also es soll jetzt hier auf das Spiel gesehen nicht jetzt der ultimative Hinweis sein oder irgendwas. Aber es ist einfach so, in der Realität ist Wasser das A und O. Weil daran gehen die Tiere kaputt, die leiden und drehen dann völlig am Rad. Ne? Und das ist ein Schaden, den könnt ihr, naja, schwierig wieder gut machen, weil ein Körper, der entwässert ist, beziehungsweise der dehydriert ist, ganz schlimm. Ja, ganz schlimm. Gut, so viel mal dazu. Ich wollte es bloß mal gesagt haben, weil mich das selber immer aufregt, wenn die Kollegen dann immer erstmal Stroh rein, Futter und dann machen wir nächste Woche mal einen Schluck Wasser. Ja. Besonders auf solchen Karten, wo Wasser ja nicht automatisch drin zu finden ist. So, wir fahren zurück zu unserem Hof. Ich habe den Wagen jetzt mal oben gelassen, den können wir andermal vielleicht zurückfahren oder vielleicht holen wir noch mal ein paar Tiere, wenn wir ein paar Aufträge haben. Müssen wir mal dann schauen, wie wir es machen. Ich habe das jetzt erstmal oben gelassen. Ist vielleicht praktisch, sage ich mal. So, und jetzt werden wir zurück zum Hof fahren. Wir werden uns jetzt unser Wasserfass schnappen und natürlich Wasser tanken. Ich habe schon mal getestet, wir haben am Hof ja eine Wasserquelle und die ist für uns kostenfrei. Ja, und ich fahre auch mal hier oben rum, dass wir das auch mal sehen. Ja, hier ist wieder der Zug. Wunderbare Sache. Der zieht hier seine Bahnen. Hier ist der Bahnhof, wo wir angekommen sind. Und hier geht es die Einbahnstraße nach unten. Ja, und wir können jetzt hier links abbiegen, dann kommen wir direkt auf unseren kleinen Hof drauf zu. Oder wir können geradeaus fahren, nur dann können wir halt nicht mehr links fahren. Ne? So, und ich finde das total prickelnd, wie das gemacht ist mit diesen großen Bäumen, Pinien oder was das sind, ich habe keine Ahnung. Diese hier vorne. Und dann eben auch mal so eine Palme oder was mit zwischendurch, passend für Italien. Das kann man schon mal machen, das Klima passt ja für die Bäume. Bei uns ist das eher ein bisschen schwierig zu handhaben, aber auch nicht unmöglich. Ne?
Hinzu, wir werden jetzt auf alle Fälle noch die Tiere tränken. Da müssen wir mal schauen, wie viel Zeit wir dann noch haben. Dann können wir vielleicht noch mit Grasmähen anfangen. Und ich würde sagen, wir machen mal hier das Fass voll. Ihr seht es, ich habe schon ein paar Liter drin, 177. Ich drücke mal drauf, es kostet uns kein Geld. Ich würde aber gerne nochmal etwas probieren, da ich ein Freund von Kosten bin. Das ist einfach so. Mache ich mal das Fass mit 2000 Liter hier voll. Und dann fahren wir nochmal woanders hin. Denn ich möchte mal etwas testen. Ich habe nämlich noch eine andere Wasserquelle gefunden. Und ich weiß nicht, ob die Geld kostet. Deswegen würde ich es gerne mal austesten. Und die Zeit nehmen wir uns einfach. Und ich muss mal schauen, wie wir da hinkommen. Die ist nämlich hier, glaube ich. Das ist sie ja. Und wie kommen wir da hin? Oh, wow. Da müssen wir jetzt hier rumfahren, geradezu. Am Kuhstall rein. Wow, das ist ja wieder eine Strecke. Kommen wir anders rein? Oh, wir kämen hier rein. Wollen wir hier mal durchfahren? Macht keinen Unterschied, ne? Groß. Ich weiß auch nicht, ob wir dann hier runterkommen. Wir probieren das mal. Ich würde mal hier reinfahren. Machen das einfach mal. Ich mache mal unsere Bimmel an hier, dass wir gesehen werden. Ja. Und dann fahren wir einfach mal ein Stück geradeaus. Beziehungsweise genauso, wie wir jetzt gefahren sind. Und schauen uns das mal an. Ich mache das mal kurz an hier. Wenn ich das nochmal sehe, wir müssen also genauso fahren. Dann fahren wir durch die Stadt mal durch. Mal sehen, ob er das schafft, der Gute. Ja, biegen wir einfach hier ab. So. Ja, das sind hier die Geschwindigkeitspoller, ne? Ich finde das eigentlich eine prickelnde Sache. Es nervt zwar, wenn man drüber fährt selber, aber vom Sinn und Zweck her ist es schon eigentlich sinnvoll. Ne? Ja, könnte sein, dass die Folge hier ein paar Minuten länger geht. Aber ich möchte es trotzdem gerne tun. Ist mir einfach der Spaß wert. Ansonsten haben wir 2000 Liter dabei. Sollte für die Tiere erstmal reichen, für den ersten Umtrunk. Und auch das Wasserfass können wir dann oben stehen lassen. Und dann könnte man vielleicht den Tiertransporter wieder mit runternehmen. Müssen wir mal schauen. Na, ich will es da oben auch nicht so voll haben. Es dauert natürlich jetzt eine Weile, bis sich die Tiere regenerieren. Und natürlich vermehren. Aber dann ist das halt so. So, und hier vorne müssen wir jetzt rechts. Und dann geht es hier ein bisschen die Straße hoch. Ich will es gerne mal probieren, ob der das schafft hier mit seinen 100 PS. Fahrzeug gibt es hier in 90 und 100 PS. Ich habe 100 genommen. Das war ja eigentlich auch der Standard für dieses Fahrzeug. So, wir fahren mal hier rum. Ja. Schöne Sache. So, hier sind 30. Na, die werden wir wohl bald verlieren. Ich glaube, da kommen wir nicht gut zurecht. Das wird er nicht halten. Na, wir haben ja auch immerhin nochmal das Leergewicht des Fasses und dann nochmal 2000 Liter Wasser. Ich schätze mal, da sind wir so bei 3 bis 3,5 Tonnen Minimum. Aber er zieht doch nicht schlecht. Ne? Momentan. Ah, okay. Das hat er geschalten. Sehr gut. Ja, finde ich auch. So, mal anfangen am Berge. Ja, durch das Schalten jetzt hat er sich ein bisschen, ne? Aber okay, funktioniert. Ist er schon im dritten, Wahnsinn. Oder hat er wieder runterge... Also das Schalten, da tut er immer so ruckeln, ne? Aber gut, ist halt so. So, und jetzt müsste ich, glaube ich, hier links, oder? Jawohl. Okay, dann machen wir das mal. Jetzt geht's bergab. Halt die Bremse fest. Ja, Fahrzeuge sind alt, aber sie sind gut. Ich hoffe, sie sind ordentlich gewartet worden, denn dann ist das nämlich auch kein Problem. Ne? Die Bücher waren in Ordnung. Das sieht zwar ganz gut aus, aber das muss ja auch nichts heißen heutzutage. So. Und wir probieren mal. Er tankt und er zieht uns Geld ab. Also hier kostet es Geld. Ich bin gespannt, wir haben knapp 2000 Liter. 1000 Liter. Neuner hat uns das gekostet. Okay. Also rund, ich sag mal rund, eigentlich hätte es uns 10 gekostet. Das heißt 100 Liter, 1000 Liter. 10 Cent sind 100 Euro. 1 Euro, 1 Cent pro Liter. Naja. Finde ich eigentlich eine geile Sache, sage ich ganz ehrlich. Deswegen sage ich mal, wir ziehen mal hier 21 Euro ab für Wasser. Finde ich gut. Finde ich gut, gefällt mir. So, wir müssen jetzt wieder hier rumfahren.
Genau, fahren wir hier unten rum. Dass wir zu unserer Schafweide kommen. Dann würde ich sagen, wir trinken die Tiere noch. Und dann ist es das für die erste Folge hier auf dem Hof Aurora. Das Nachfolgeprojekt der Elmkrieg und der Peracula. Schön. Ja, wie gesagt, auf diesem Kanal Farmhaus geht es um Landwirtschaft in erster Linie. Und natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, ich muss mal schauen, ist das der richtige Weg passt. Ja, kann man machen. Muss. Habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, es gibt später noch ein zweites Projekt, das ist aber noch nicht veröffentlicht. Beziehungsweise ist das Spiel noch nicht veröffentlicht. Muss man dann mal schauen, wenn es soweit ist, wann es kommt. Und hier geht es halt um Farming Simulator 22 und Mod-Vorstellungen, Kartenvorstellungen und natürlich Let's Plays, die dazugehören. Einfach, ne? So, wir fahren mal hier rum. So, dass wir hier was sehen von der Landschaft. Ich finde das echt schön gemacht. Sehr gut. Das ist ja ein Verkehr. So, können wir mal einen Blinker setzen. Der funktioniert auch. Sehr gut. Da kommt noch einer. Und die Spiegel, die sind auch schön gemacht. Von dem Mod hier. Schöne Sache. So. Und dann werden wir jetzt unsere Schafe tränken. Mal sehen, was reinpasst. Ich bin gespannt. 3000 Liter reicht auf alle Fälle für die 18 Tiere eine ganze Weile. Aber ich bin trotzdem gespannt, was reinpasst. Wir haben ja auch einen übelst langen Schlauch für unseren Tanker. Das ist natürlich ganz prickelnd. Mit dem können wir dann auch, wenn wir mal Kühe haben, sollten vielleicht auch natürlich Milch abfahren. Das ist auch eine schöne Sache. Ich finde das zumindest praktisch und deswegen habe ich mich für dieses Modell entschieden. Wir hätten natürlich auch einen Fortschritt nehmen können, ein HTS 100, glaube ich, ist das, oder HTS 80 Anhänger. Der ist dafür ja auch prädestiniert. Allerdings konnte der keine Milch laden und ich weiß ja nicht, wie sich das Projekt hier entwickelt. Ne? Vielleicht tun wir aber auch die Technik irgendwann abschaffen und ein bisschen modernisieren, aber alles zu seiner Zeit, wenn wir es uns leisten können. Vielleicht, ja, kann man ja nie wissen. Vielleicht bleibt man auch nicht so lange hier auf dieser Karte. Und müssen wir einfach mal schauen. Ne? Zumindest mit diesem Hof hier, mit diesem kleinen Hof. Vielleicht findet man eine andere kleine schnucklige Karte. Muss man einfach schauen. Ich habe ja immer gesagt, wenn sich was ergibt, dann ziehen wir natürlich weiter. Und die hat ein bisschen zu tun, aber ich glaube, das liegt eher am Schaltgetriebe. Musste ja runterschalten. Naja, gut. Dann ist das so, ne? Okay, dann würde ich sagen, wir tanken mal rein hier, dass uns die Tiere in der Hitze hier nicht verdursten. Muss ich mal schauen. Ich hoffe natürlich, dass dieser Mod hier geht für das. Ah ja, hier haben wir es. Na dann. Und es füllt sich. Funktioniert es auch, wenn wir aussteigen? Nee, funktioniert es nicht. Aber ist kein Problem. Aber wie gesagt, ich finde das auch gut, dass wir hier für das Wasser einen kleinen Obolus bezahlen. Finde ich vollkommen in Ordnung. Und wir haben wirklich die 3000 Liter haben wir reinbekommen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Wir schauen jetzt mal bei den Tieren hier rein. So, wir haben auf alle Fälle Wasser drin. Wolleproduktion ist natürlich nicht da. Die Produktivität ist auf null. Die Gesundheit, das muss jetzt alles steigen. Und wir brauchen Gras als nächstes. Gras steht, wie gesagt, als nächstes an. Und ich schaue nochmal. Also es sind ungefähr, würde ich sagen, 3500 Liter Wasser, die Tiere brauchen. Und denen geht es wirklich gut, glaube ich. Ne? Die haben wunderbare Aussicht. Der Zug fährt vorbei. Ne? Und können natürlich auch hier so, einmal abkoppeln. Das Abkoppeln dauert bei diesem Mod ein bisschen länger. Ich weiß nicht, ob das Standard ist. Aber der braucht ungefähr 2-3 Sekunden, bis der das abkoppelt. Aber soll mich jetzt auch nicht so stören. Und ich denke, unseren Tieren geht's gut. Wir werden als nächstes hier ein bisschen Gras mähen, dass wir Futter reinbekommen. Und wie gesagt, dafür haben wir alles da. Und dann sehen wir weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und sollte es so sein, wisst ihr ja Bescheid. Gern das Däumchen hinterlassen oder ein Abo. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Und auf bald.